So, willkommen zurück in den Join Dota Masters im Spiel Flying Castle Sea Captains gegen Alliance. Und ja, obwohl ich Alliance sage, haben sie im letzten Game doch nicht so ganz gut abgeschlossen. Haben ihrem Namen nicht so wirklich die Ehre gemacht. Von daher liegt es jetzt an ihnen, zurückzukommen. Und ja, besonders an EGM. War jetzt nicht seine Schuld, aber oh Gott. Der Titan hat keine einzige Ravage rausbekommen, also gemacht. Im ganzen Spiel. Also war halt... Es war keine Situation sinnvoll und teilweise war es eine Situation sinnvoll, wo er es ja nicht geschafft hat. Direkt gebürstet worden. Von daher, tja, Alliance müssen jetzt was tun. First beim Bloodseeker. Also, ja, wenn ich das vor einem halben Jahr gesehen hätte, dann Pubseeker-Bun, First-Bun von Alliance, dann holy shit, hat sich das Meta geändert. Techies first ban. Seriously. For Anchors. Come on. Dein Team ist in T1 angekommen, wenn du anfängst, Techie first ban gegen Alliance zu bannen. Holy shit, Matuma, man. Ah, Shots fired. Shots fired. So, mal schauen, ob jetzt hier noch ein Anstrengerban kommt, ob ein Juggerban kommt. Ob irgendwas kommt, mit dem sie nicht dealen wollen. Oder ob Meepo-Buns kommen. Keine Ahnung. Techies first ban, seriously. Okay, sinnvolle Bans von Foreign Castle Sea Captains und Alliance, wenn diese Juggernaut... Oh. Doch, Wisp. Na gut. Wisp plus Tiny, vielleicht. Oder Wisp plus Necro. Auf jeden Fall Wisp für Alliance. Ja, Arke Wisp. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tja, vor allem kannst du, sollten eigentlich jetzt einen Jugger und eine Venge picken. Was halt so Standard ist. Reserve time. Aber mal schauen, müssen jetzt überlegen, was sie gegen Tiny Wisp machen. Oder was anderes, was... Irgendwas Böses, was sich Lothar da ausgedacht hat. Und ja. Und Thomas Mann ist sich nicht sicher, was sich Lothar für Böses ausgedacht hat. Come on. Wenn jetzt die Venge pickst... Keine Ahnung, manchmal dauert es so ewig, bis diese Standarddinger rauskommen. Dass jetzt ein Juggernaut First Pick kommt, war eigentlich klar. Aber naja. Nicht überheblich sein, nein, ich meine nur so. Jugger First Ban, oh, First Pick, das hat jetzt jeden überrascht. Mal schauen, ob die Venge kommt. Nein, Witch Doctor, okay. Ja, gut, gegen Wisp ist es ein ziemlich cooler Hero. Wenn die Cask halt schön rumbounced. Bristleback und Wisp ist es als erstes, okay. Also, Alliance wollen ein bisschen tankiger sein als die letzten Game. Und halt auch mal gegen so Aggressionen von Foreign Castle Sea Captain gegenhalten können. Durchaus verständlich, natürlich. Bannerino, ein Dazzle. Wie viele Pick in Folge war das jetzt gebannt? Ja, also wie im letzten Game schon. Kein Dazzle. Wobei diesmal halt Dazzle auch von Radiant gebannt wurde, auch im dritten Step, aber halt nicht von Alliance diesmal. Lion Bann hier von Alliance diesmal. Also kein Ake Lion, hat halt sowieso Wisp zu übernehmen. Tja. Ja, Ake Wisp wird spaßig. Da habe ich viel Vertrauen in ihn. Frage ist sein, vorhin ist ein Sea Captains, letzter Bann.
Tja, ich glaube halt noch, dass der große Wisp-Counterpart da hier kommt. Klar, Bristle Wisp als Carry-Duo kann man machen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es das halt schon war. Ob sie nicht vielleicht noch einen zweiten Pick holen. Brewmaster ist ein schöner Bann dagegen. Halt tankige Helden rausnehmen. Die halt auch gegen Jugger gut wären. Tja, was wollen sie picken? Jugger, Slow, könnte natürlich auch ein Offlane-Jugger sein. Kann man ja mal sehen, trotzdem halt noch alles offen für vorhin Kassel Sea Captain. Sie können auch noch einen Void picken, für, um die Witch-Doctor-Void-Kombo zu haben. Ist möglich, auf jeden Fall so. Allerdings hat der Void jetzt in dem Spiel halt zumindest gegen Medusa nichts gemacht in der Mitte und Medusa ist. Ja, die Mystic Snake macht Damage und zieht Mana ab und ist sehr dominant, aber ansonsten ist Medusa jetzt auch nicht so der aktivste und dominanteste Held in der Mitte. Und ja, Void in der Mitte hat nicht wirklich funktioniert. Für Pykard. Aber eine Quap in der Mitte funktioniert meistens wesentlich besser. Ist auch sehr dominant. Witz mit Quorp und Dominanz. Und, naja. Schauen wir mal, was dagegen für Alliance gegengehen muss. Könnte hier natürlich durchaus ein Tiny sehen. Tiny Wisp gegen Quorp ist nicht so schlecht. Aber, oh, wir sehen den Chen. Schön. Mal schauen, ob das ein Aki-Chen wird oder ein Nikwa-Chen. Ich glaube mal Aki, weil Signature-Chen. Aber Aki und Wisp sind halt auch so eine Sache. Ich habe von Nikwa zumindest nur ein paar Games gesehen, dass er Enigma gespielt hat. Von daher kann es auch ziemlich gut Chen auf Enigma, auf Nikwa sein. Nikma war jemand anderes. Das war derjenige mit den Shitty Digests auf YouTube, die unglaublich witzig sind und ich unglaublich lange verpasst habe. Das gestern nachgeholt haben. Und sind unglaublich gut. Und wie immer natürlich zwei davon in Deutschland gesperrt. Weil YouTube Copyright gedöns. Immer dieser Aufwand in Proxys zu gehen. Naja. Na gut, Aufwand ist es auch wieder nicht. Zwei Klicks. Vorher ist sie, mein Tumman lässt ein bisschen Zeit und pickt den Timbersaw jetzt hier raus. Ist eine coole Sache gegen viele Chen-Creeps, gegen, ja, weiß ich nicht, Chen selbst, ja, aber halt gegen Bristleback ist auch eine ziemlich gute Sache. Pure Damage ist gut. Ja, das Sonic Wave Pure Damage, ja. Von daher auch gegen Bristleback ganz praktisch. Ja. Damage Reduction takes less damage, ja. Von daher auch gegen Pure Damage. Oder? Eigentlich schon. Ja, Damage Reduction sollte auch gegen Pure Damage helfen. Wobei ich mir da mit meinen Mechanics gerade nicht so sicher bin, wenn es jemand weiß. Bei den Limotion gibt es einen Chat. Ihr müsst halt nur anklicken, damit was kommt. Ja, gegen Timbersaw. Auch wieder doch recht, also ein sehr mobiles Lineup. Auch Jugger mit der Mom ist da sehr schnell. Und Alliance, ja gut, Wisp. Aber halt auch Chen mit seiner Army. Ist mit dem letzten Patch ein bisschen schneller geworden, dadurch, dass er halt alle Creeps zu sich holen kann. Ich könnte tatsächlich Relocate Gangs mit Chen jetzt machen. Bin mal gespannt, ob wir das sehen werden. Ob es ein Wisp Chen ist. Die dann einfach so Relocate und einfach mit 6 Units auf einmal auf der Map erscheinen. So, fump. Hallo. Das wäre ziemlich cool. Dann wäre auch die Wisp Witch Doctor Cask gar nicht mehr so stark dagegen. Wäre ziemlich cool. Außerdem, Wisp und Chen ermöglicht halt auch dem Wisp meistens wegzukommen. Aber es ist ein Tiny dann doch noch. Tiny Wisp Chen, um den Wisp zu saven. Ganz am Ende noch. Ist auch eine schöne Fountain Hook Ding. Ähnliche Mechanik. Bristleback noch dazu zum Tanky sein. Sodass sie ihn halt auch nicht einfach so kiten können, den Tiny. Während sie irgendwie alles andere getötet haben. Ist ein bisschen schwierig mit dem Bristleback. Oh, und Tiny Wisp wird wieder ausgepackt. Haben wir
vor 2 Spielen schon bei Empire gesehen, dass Tiny Wisp doch auf dem Pro-Team sehr scary sind. Und Tiny Wisp doch sehr gerne Spiele gewinnen. Mal gucken hier. Dota-Buff sollte ich eigentlich auch rausfinden können, wie viel Win-Percentage Tiny Wisp hat. Mal schauen. Ah, war doch nicht so einfach. Mhm. Aber gut, naja, Pack ist gebannt von Alliance. Ist zwar kein S4 dabei, aber auch ein Piker-Pack sollte super sein. Venge for Spirit hat sich als letzter Bann. Immerhin kein Spiel, wo man diesen Bann nicht sieht. Also weiterhin Vengeful Spirit, 100% Pick-Bun-Ratio, soweit wie ich das bisher mitbekommen habe. Und ja, im Realen wird es wahrscheinlich 90 bis 95% sein. Wie war das? Helium Umbrella hat da letztens was zugemacht? Ne, wisst ihr das immer? Ja, auf Jindota. Gibt es da auch noch Stats zu Venge. Und, Enigma. Wieder Jungle. Wieder eher Greedy. Gegen Tiny Wisp können sie es tatsächlich machen. So aggressiv ist es nicht. Wobei Chen da ein bisschen zur Aggression hinzuliegt. Ist auch interessant mit Chen, wie das Ganze synergiert mit Stacken für Tiny und Camps Farm. Auch so ein kleiner Nachteil zumindest. Aber Enigma halt immerhin ganz gut, kann einen Creep direkt fressen. Man muss halt Jugger nicht unbedingt auf die Midas gehen, aber Storm Spirit für Pikert. Also jetzt auch ein bisschen Aggression hier rausgeholt. Brisbane Offlane, Storm Spirit Carry und Storm Spirit Solo Lane. Brisbane Solo Lane und Tiny Wisp Mitte. Und wahrscheinlich, ja, Chen allein im Jungle, wie das halt so ist. Würde mich überraschen, wenn Chen jetzt nicht allein im Jungle ist. So, vorerst sie müssen jetzt noch picken. Das wäre dem Spielfluss förderlich. Dann gehen wir ins Spiel rein. So. Chen direkt ab dafür. Direkt mit den Wards und mit EGM auf dem Wisp. Also doch wieder good old times. Aki und EGM supporten das Ganze. Nikva, Offlane, Bristleback, Loda, Carry Tiny und Pikert auf dem Solo Storm Spirit. Cool. Ja, schöner Ward von Boogie direkt gesetzt. Auf dem Offlane Timbersaw. Der Magic Bush Ward, der beide Camps blockt. Relativ einfach dewardbar. Aber immerhin erstmal beide Camps weg für den Enigma. Der jetzt zwar hier unten bleiben wird, wahrscheinlich. Wobei, eventuell könnte er auch in dieser Partie des Dschungels hier bleiben, der Enigma. Einfach damit er unten genug ist für zum Stacken. Ach, Enigma, Quatsch. Chen. Und daher wird es erstmal halt nur das Camp sein, wo er hier überhaupt einen Creep holen kann. Wenn er hier das Camp lassen will. Naja. Aber Matoma Man, Juggernaut. Anscheinend wird das ein Offlane-Juggernaut? Nee. Swappen sie rum. Sieht tatsächlich so aus, als ob sie hier rumswappen und Boogie solo als Timbersaw geht. Trixie auf dem Witch Doctor. Vardex nimmt den Enigma im Jungle. Und ja, Matoma Man, Juggernaut. Aggressive Trilane. Soweit man zwei Menschen auf der. Also zwei Heroes auf der. Auf der Bottomlane als aggressive bezeichnen kann. Die Frage ist halt, ob Witch Doctor vielleicht nicht doch lieber in der Mitte bleibt. Mal schauen, wo er so überall her roamen wird. Aber sehr viele Solo-Lanes von allen, von beiden Teams. Wahrscheinlich wird er hier mal gucken, ob er Solo bleibt oder doch nicht. Ja. Okay, wir sich den Creeps stealen, hatten aber nicht gefunden, aber findet hier einen Cent. Ist genauso wichtig.
Lass es in Ruhe, die One. Oh, schön, hat die Nelfen-Trixie hier. No gold for you. Mal schauen, ob er noch hier bleibt. Uns das Camp blockt. Das sieht so danach aus. Aber findet hier unten immerhin einen. Hm. Wird sich aber hier battlen. Chen hat einen Armor. Immerhin mehr. Aber kommt hier tatsächlich nicht dazu, beide Camps zu blocken. Tja, und jetzt muss ich Trixie zurückziehen. Aber es gibt noch andere Lanes. Auch wenn der Dschungel doch recht voll ist hier. Maturmain gegen Storm Spirit ist, ja, ist so eine Sache. Kommt drauf an, wer die Initiation hat und wer hier wen harasst. Nikva gegen Timbersaw. Beide haben Farm, aber gut, Quills gegen die Timbersaw Armor ist halt auch so eine Sache. Trotzdem Harrison gegen Bristleback wird es schwierig sein. Einige Hadoukens sind hier, helfen Pike halt ganz gut auf der Lane. Jetzt noch eine Doppel-Lane hat. Also tatsächlich hier doppelt und nur EGM im Wald noch zusätzlich. Der auch hier seinen ersten Doppelstack fertig hat. Und ein bisschen Balls gegen Nymphi-Haut. Ah, reicht nicht ganz. Drei Balls trifft immerhin. Double Damage Rune auf Trixie. Und mit der könnte er mal wieder Chen ärgern gehen. Jupp, das ist der Fall. Bonk. Bonk, Trixie. Oh, Juggernaut kommt vorbei. Und. Oh nein, Neutral Cleave. Oh, Zend. Oh, Zend, oh, Zend. First Blood für Ake, seriously. Böse. Böser Centaur Conqueror, böser Centaur. Schön gemacht von Ake, beziehungsweise glücklich gelaufen für ihn und schön mit einer Hadouken dann noch den Kill geholt. Aus der Tür, jetzt hier zurückgeholt und die Casks schön Global geschickt. Aber ich glaube, der Satyr wird noch ein bisschen. Wird nicht direkt neben Ake stehen, von daher wird das verpuffen. Noch ein bisschen Mana geholt, denn Hadoukens sind teuer, aber Hadoukens sind cool. Bonk. Und einiges an Stun Damage, einiges an Stun Duration hier drauf. Aber Nymphi sieht auch nicht mehr so ganz healthy aus. Kommt hier gerade so weg. Toss Damage, noch nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Aber wir sind ja auch erst Level 3 hier. Ja, und zum Aki letzte Loader letzte Regeneration weg. Gegen Wisp ist es natürlich nie so eine Sache, aber. Trotzdem halt. Gutes Harassment gegen Loda. Wisp geht die Bottle auffüllen und kommt dann auch wieder noch nicht mit Boots. Aber naja, es ist halt schwierig. Nigma geht Ancients jungeln, so wie es aussieht. Nein, geht Loda battlen. Hat den Stun, hat ein paar Minions hier, die schießen. Aber ja, suddenly Tiny Toss Level 2. Ist ja doch gut Damage. Und Loda holt sich einfach mal so Varlix, der hier ein bisschen unnötig aus dem Dschungel rauskommt. Und dafür sehr viel Zeit verliert. Und stirbt und so. Ja, diese Illu hat auch keinen Platz, auch keinen Spaß. Highground gemisst. Trotzdem 2-1 für Alliance, die damit immerhin schon mal voraus sind. Was man nicht vom letzten Game erwarten hätte können. Ah, ja. Waren immer vorne. Nymphi muss jetzt Bottle Crown. Finde ich auch doof. Na gut, jetzt kommen seine Boots. Aber schickt auch nicht den Kurier zurück. Könnte man mal langsam upgraden, glaube ich. Aber Nymphi, ja. Living on the Edge. Mana für Tiny wird wahrscheinlich bald kommen. Nee, EGM. Wieder mit leerer Bottle zurück. Spielt halt hier Kurier gerade. Daher sehr even. Trotzdem, in Sachen Last Hits. Ist vorerst sieht doch schon ziemlich weit vorne. Man denkt, dass fast Top 4 komplett davon waren. Aber. Naja. Boogie. Das ist komplett even mit Nikva. Auf der Bottom Lane haben wir einen Juggernaut mit 27 gegen Storm Surfer 23. Also auch recht even. Wobei Maturmain da ein bisschen mehr Denies hatte. Hat auch im letzten Game mehr Übungen da drin. Aber ja, Crit.
Nein, nur zwei Crits hatte da. Ah, wird eventuell es schaffen, hier wegzukommen. Oh, Stun! Nein. Aber war sowieso im Spin. Ganz knapp. War noch halt zu lange. Es ist 5 Sekunden, 6 Sekunden. Ja, 6 Sekunden. Das ist einfach wesentlich zu lange und Aki wird hier auch noch down gehen. Mit Faceboots kommt er da nicht weg. Zack, Double Kill für den Matumaman. Und ja, Easy Creeps hat auch noch. Eventuell. Nee. Kommen hier nicht weg. Außerdem gibt es auf der Lane bessere Creeps zu snacken. Boogie versucht hier wegzukommen, aber hat halt auch einfach den Chain, die ein bisschen spät auspackt. Aber auch sehr low an der Reichweite. Nee, man wird hier auch noch down gehen. Von daher auf der anderen Seite haben wir auch einen Double Kill für Niqua. Also beide Teams dominieren sich irgendwie gleichzeitig. Ja. Oder wird ein bisschen angegangen. Aber obwohl Trixie da ist, kann er erstmal nichts machen. Außerdem ist Wisp hier jetzt noch in der Nähe. Bottle ist zwar gar nicht so voll, aber oh, ja, bouncen die. Da bouncen die, bouncen die. Ist trotzdem keine Mana auf Nemphi. Könnte eventuell es noch mit Last Hits versuchen, aber er hat jetzt die Stick Charges. Blink reicht nicht ganz. Nemphi kommt hier rein, aber hat halt einfach nicht genug Mana für Scream und Blink. Hat auf jeden Fall Loda Glück, denn der Scream wäre definitiv genug. Ja, grafenweise ist das Ganze sehr hoch nach Alliance gegangen jetzt, nach ein paar Kills. Matumaman wird hier angegangen, aber kommt rechtzeitig weg. Hat halt nicht genug Pull, nur für Level 2. Ja, nicht ran, um den Chainstun vom Sand Tower Conqueror anzugehen. Ja, Enigma im Jungle. Naja, nicht so gut dabei, wie ich jetzt erwartet hätte, glaube ich. Ist halt Level 7 nach 7 Minuten, ja, aber weiß ich nicht. Smacker-Timing. Whoops, Timbersaw geht schon wieder down. Wisp reicht da. Hat einfach kein Movement Speed. Sollte vielleicht langsam mal in die Timber-Chain investieren. Damit das nicht mehr passiert, aber Quap holt halt auf Stormsfield auf der Bottom-Lane. Toe for Toe. Auf beiden Lanes hier. Okay, es snackt sich die Rune. Und Nemphi hat das nicht gesehen, sonst könnte er hinterhergehen. Denn auch Trixie ist da. Oder auch nicht. Hat ja im Ende das Camp geblockt. Spielereien, Spielereien. Aber Matumaman guckt jetzt mal, dass er ein bisschen Damage von Tower macht. Mit der Healing Ward. Ist das ja doch recht einfach. Oder finde ich jetzt mal wieder Nemphi, aber kann auch wegklingen. Blinken hat keinen Toss. Okay. Sonst wäre das eventuell okay gewesen mit Pikert, der direkt da war. Aber ja, Tor für Tor auf dem Tower. Weil Matumaman wahrscheinlich ein bisschen schneller ist. Hat die Healing Ward nicht auf Cooldown, muss vielleicht Aggro switchen, aber die Creep Wave ist ja da. Storm Spirit holt sich jetzt Nemphi. Bisschen unrechtzeitig da gewesen. Dafür. Kriegen Damage beim Tower hier, aber sollte passen. Fortified wird. Ja. Aki ist da und schön reingethrowt. GM kriegt Damage, aber es hilft nichts. CPs kommen jetzt rein. Boogie ist da. Aber nein. Hat vergessen, jemand mitzunehmen, glaube ich. Weil der Tap auf Cooldown. Aber Boogie läuft hinter Pikert her. Hat halt keinen Mana mehr. Versucht es noch da hinterher zu kommen, aber mit Chain Level 2 wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, und bricht auch den Chase ab. Auf der Rückseite haben wir nämlich einen Niqua, der von hinten kommt. Matumaman kommt von hinten, hat aber keinen Mana für Omnislash. Das ist bitter in der perfekten Situation dafür. Aber fehlen noch gar nicht mal so wenige Mana. Aki ist noch hier, Bungi fehlt nichts. Niqua kann sich nicht die Rune securen. Wird hier oben. Niqua wird gefunden. Ja, kein Pure Damage. Mit dem nicht ran. Oh, und die Chain ist noch zu kurz. Aber Scream angemacht. Sehr low, keine Quills mehr. Die doch langsam knapp wurden. Loda kommt hinterher, kommt rechtzeitig ran und lift und tot. Aber, Matumaman. Ah, nein. Hat er nicht rechtzeitig gesehen, um Blade Fury rauszukommen. Wird hier noch sterben. Aber Pikert ist jetzt ein bisschen tief drin.
Support kommt von seinen Eidolons, die jetzt hier einigen Damage machen, glaube ich. Aber Loda, eventuell jetzt hier auf Loda gehen. Nein, fliehen sie vorher ab. Nemphi kommt vorbei. Oh, schönes Ulti hier von Ake. Und Black Hole wird benutzt, um Loda noch zu bekommen. Hatten sie tatsächlich keinen Damage. Whoops, was ist das für ein Bounce gewesen? Ja, jetzt Tether. Ja, schön, aber dieses Damage over Time sollte ihn töten. Und Relocate tatsächlich, um sich zu retten. Ja gut, so viel cool, dann hat es nicht. Wenn man es benutzen kann, um es zu retten, dann kann man es auch tun. Auf jeden Fall sehr viel Gedanken an sich selbst hier. Was ich von Wisps teilweise anders kenne. Aber schön genutzt, hat auch gesehen, okay, vielleicht passiert hier nicht so viel Action gerade. Kann ich es halt für so kleinere Dinge nutzen. Dass ich halt nicht die Quop weiter feede. Die bietet jetzt in die Mitte, hat mal wieder Nikwa da, aber nichts zu machen. Matoma Man mit Whoops findet hier EGM. Aber kriegt ihr nicht ganz down. Das ist natürlich bitter. Wollte auch hier nicht weitermachen. Hatte aber nur Ake da. Hätte er durchaus hier machen können. Und weitere Sandbags. Ja, komm ein bisschen zu spät zum Stacken, also wird gefarmt. Wie das halt so ist, einfach im Rücken stehen und macht man mehr Damage mit. Ja, wie sieht's aus? Wie hat sich das verändert? Allein sind ein bisschen vorne, aber nicht so schlimm. XP dead even, bis auf 40, dead even. Und daher, das Game könnte ein bisschen länger gehen, beziehungsweise könnte ein bisschen mehr even sein. Weil ich sollte jetzt bei seinem Mecker haben, ja. In, naja, knapp 500 Gold. 400 Gold. Und Nemphi hat hier auch vielleicht ein kleines Problem. Loda ist da. Wahrscheinlich bald Support bekommen. Schreibt Nemphi hier nicht vielleicht B gehen will? Nein, sie warten noch rechtzeitig ab. Und das sollte... Es sollten Kills werden hier. Schöner Stomp, fast beinahe, aber nicht rechtzeitig gedrückt anscheinend. Ja, es wäre ein Versuch gewesen, aber nein. Falsche Ecke. Nemphi kommt da knapp weg. Irgendwie hatte die Absprache gefehlt. Der Centaur hat da ein bisschen zu spät stompen können. Hat nicht mal die Animation angefangen gehabt, wo der Blink rauskam. Aber ja. Oh, Tiny Blink, Digga. Ja, hat nicht so die Zeit, wie er haben wollte eigentlich, aber 3-1 ist gut. Trotzdem halt hier kein frühes Argenims und einen Blink, Digga. Denn anscheinend... Also wie wir halt sehen, Nick war auf dem Bristleback, geht dann doch ein bisschen mehr ab wie Tiny tatsächlich. Von daher wird sich wahrscheinlich jetzt EGM gesagt haben, Loda, es war schön mit dir, aber ich habe jetzt eine andere. Und ja. Hat jetzt ein anderes Ziel, zu dem er tethert und Loda muss jetzt alleine klarkommen. Tja. Ich könnte mir jetzt irgendwelche Witze mit Bros machen und sowas, aber... Unnot. Piket, ja. Schaut sich mal kurz Roshan an. Roshan steht noch. Roshan sieht böse aus. Ja, so wie man Roshan kennt, von daher. Tschüss. Ein Skeleton von Chen geht rein und guckt sich mal das Ganze auch 10 Sekunden an. Aber Nikwa, Rotation hier. Und ja, Valix wird ein kleines Problem hier haben. Wir versuchen das noch so weit wie möglich wegzuziehen. Muss aber jetzt eigentlich holen oder eben noch nicht. Eben nicht. Und Nikwa... Tja, jetzt ein kleines Problem. Scream. Bisschen zu spät. Und Nico wird das Ganze durchziehen. EGM, Buyback kommt hier rein. Versucht dann eventuell noch was zu machen. Sie kriegen Nico nicht tot. Holy crap. Ah, Boogie wird wahrscheinlich auch den... Ja, 200 Damage. Einiges. Und ja, Loda hat einen Blinkdagger. Was ein Dive von Alliance. Super gemacht. 1:3 der Trade hier. Und das war's. 100% worth it. Starkes Play. Und das selbst ohne Piket. Time for net worth. Ja, Nick war es vorne, logischerweise. Jagger ist dahinter, aber diesmal sieht's in diesem Spiel doch ganz anders aus für Alliance. Die auf einmal mit Chen Plays und Sandbags und Whisper Relocates dann noch ein bisschen
bisschen mobiler und ein bisschen sicherer sind anscheinend, wie mit dem letzten Game. Was sie augenscheinlich nicht so ganz drauf hatten. Oder sie mussten halt auch erstmal reinkommen, wie dem Empire eben, die ein ähnliches Schicksal hinter sich hatten. Ups. Da wollte Nymphe eigentlich nicht rein. Und ja. Easy Kills. Ja, da hat Nymphe auf den einen Helden getroffen. Der ihn hätte töten können. Storm Spirit. Dumm gelaufen. Tja, allein sind jetzt auch schon in dem Jungle von 4AFC. Tja, sie brauchen jetzt unbedingt einen Fight, um da wieder zurückzukommen. Sie brauchen irgendwas Großes und müssen halt jetzt irgendwie einen Unterschied machen, denn die Grafen werden halt weiter Richtung Alliance gehen. Kein einziges Mal das tatsächlich diesmal drauf. Auch mal was anderes. Ja, Nigma hat jetzt halt seinen Mecker, aber nach 16 Minuten oder nach 15 Minuten Timing ungefähr. Ist das nicht so gut? 0-4 für den Nigma jetzt. Ist natürlich doof. Pike mit der Regen-Rune und wird dann jetzt erstmal ein bisschen mehr rumsippen. Und vielleicht wieder auf Nymphe gehen. Haben hier eine kurze Ward, die kann aber nicht so. Ja, die reicht, um die Rotations hier zu sehen. Und mal schauen, ob er danach vorbeikommt. Trotzdem, Nigma ist schon. Nymphe ist schon weg. Und Jumpman ist auf dem Weg zum Arganis, braucht aber noch 2000 Gold. Was einige Zeit dauern wird. Ist 5-2. Ist gut dabei, aber ist jetzt nicht so sonderlich gefarmt. Smoke hier. Sieht nicht danach aus. Also sieht danach aus, aber okay, doch. Jetzt. Smoke hier. Mal schauen, was sie finden. Sieht gerade etwas wenig aus. Mal schauen, ob es. Ja. Werden nicht in den Wald reingehen. Ist vielleicht auch ein bisschen zu greedy da. Wenn jetzt hier auf Matumba Man alleine treffen. Was. Tja. Besseres Ziel ist auf jeden Fall so, wie er hier eingequetscht ist. Läuft das ganz gut. Und ja, wenn man ihn vorher sieht, dann ist es mit einem Mask of Madness auf jeden Fall ein schneller Kill. Ups. Ja, haben ihn halt anscheinend hier gesehen. Oder ein schneller Blink von Loda, weil sie mitgerechnet haben. Hat auch gereicht. 4 Kills. Kein XP für niemanden, was. Okay. Ich hatte gedacht, da sind ein paar Helden rum, die dann XP für den Kill bekommen, aber was? Ach, scheiße. Und doch die Ancients, die den Kill bekommen. ja. Es sah so eindeutig aus, aber nope. Die Ancients, beziehungsweise die Neutrals schon den zweiten Death in dieser Zeit geholt. Ja, und Pycat. 18 Minuten Orchid, das wird auf jeden Fall demnächst zum Action kommen hier. Wir hatten im Empire-Spiel gesehen, Storm Spirit, der naja, seit 26, 27 Minuten Orchid hatte, das war schon was ganz anderes. Aber 19 Minuten hier. Er kann jetzt anfangen, Solo-Kills zu holen, besonders auf Enigma oder sowas. Das sind halt doch eher einfache Kills. Trotzdem haben immer noch einen Scream, Black Hole und einen Timbersaw und einen Witch Doctor Ward, der ja bis ganz ins Late Game nicht auszuschließen ist, dass da noch was kommt. Da können sie recht einfach Kills holen, wenn vor Anchors und Sea Captains irgendwie zusammenstehen und irgendwie schlecht stehen. Trotzdem, wie es bisher aussieht, ist, dass Alliance doch sehr weit vorne ist. Networth die ganze Zeit sieht man das ja doch schon. Levels sind weit vorne. Witch Doctor Level 7 ist bitter. Aber, okay, ähnlich hier. Jetzt könnte eventuell was passieren. Meloda, aber die Vision ist auf der Seite von Alliance besser vorhanden. Trotzdem sieht erstmal niemandem. Trotzdem, Alliance ist da. Alliance könnten sie smoken. Oder einfach nur mal groupen, um anzugehen.
Und holt sich jetzt erstmal seine Minions alle her. Und jetzt gibt's Teamfight-Action. Wer ist er nicht? Nemphi fehlt, hat aber ein TP. Und der erste, der sich gezeigt wird, wird wahrscheinlich aggressiv angegangen hier. Wir haben jetzt hier die Armee gesehen, das heißt, sie wissen halt, was abgeht. Und es liegt hauptsächlich an Vardex, irgendwas zu bekommen, aber dieser Creep hier ist doch... Der Dark Shadow Summoner ist das Einzige, was Vardex erstmal abhalten kann. Wenn die AP, wenn das Black Hole gut ist, aber es sieht so aus, als ob hier Alliance den Tower uncontested bekommen. Auch mit dem Ward hier oben ist es besser so. Damit ich auch gesehen, dass ein Ward ist. Der Ward steht schon früher, okay, aber... Besser so in Retrospect auf jeden Fall für 4SC. Das hätte gut laufen können, natürlich, wenn das Black Hole perfekt lief. Aber ein Black Hole ist selten perfekt. Deshalb... Besser so als anders. Hier ist in 2 Minuten weg. Darauf werden Alliance wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Denn so ein Storm Spirit mit einer Aegis ist ein doch ernstzunehmender Gegner. Will man nicht haben. Hm. Schon wieder ein Relocate. Und Loda wird in die Mitte geholt. Oder muss man gerade hier gegenpushen. Die 2 Tower ist jetzt hier in Gefahr. Nemphi kann gerade so weglaufen. Auch ein bisschen zu kurz. Atomaman wird bald TP müssen. Und fürs Agas dauert es noch ein bisschen. Das ist halt doof. 400 Gold noch bis zum Aghanims. 300 Gold noch bis zum Aghanims. Den Tower müssen sie fallen lassen. Und Alliance werden wahrscheinlich hier nicht stoppen, während sie hier die Leute noch sehen. Wenn sie jetzt einfach Highground gucken. Und entscheiden sich, einfach nach oben hinzugehen. Sie haben Tiny, Backdoor Protection ist weg. Wird der Go gemacht. Fortification ist da, aber Nemphi TP't jetzt. Und ja, jetzt muss Go gemacht werden. Blinkdagger, keiner vorhanden, auch Enigma. Aber BKB an, Scream wird versucht, Wisp noch down zu bekommen. Im ersten BKB Charge. Aber Boogie, zu weit hinten, zu tief rein. Nichts geschafft, Vardex konnte auch noch nichts machen. Jetzt fällt auch nochmal Tumberman. Woher soll der Damage herkommen, selbst wenn Enigma ein gutes Hole trifft? Das sieht schwierig aus für 4SC. Und diesen Push ist fast nicht aufzuhalten hier. Rex sind down. Mit dem AC ist es natürlich auch nochmal weniger Damage. Ist das aufzuhalten für 4FC oder sind es... relativieren das jetzt Alliance auf 1-1. Es sieht nach 1-1 aus. Ein letzter Fight ist bestimmt noch ein vor Ankerson Sea Captains drin, aber es sind 2 Rex hinten. Mal schauen, ob sie überhaupt noch einen Fight haben. Und ja, Alliance ziehen sich zurück. Damage ist getan. War doch einfacher als gedacht wahrscheinlich. Tower unten kaum Damage bekommen. Ja, jetzt geht es erstmal unten durchzupushen, aber Matomoman sagt, pff, das abzuwarten und dann noch zu verlieren. Machen wir nicht mit. Schnelles Game 3 soll kommen, wo es entschieden wird. Alliance gegen 4Ankerson Sea Captains steht jetzt 2-2 mit einer überaus überzeugenden Performance von Alliance, die jetzt das gedraftet haben, was sie können. Viele Minions, Akechen, EGM Wisp und einen Loda Tiny. Das ist genau das, was wir von Alliance kennen. Und damit sind sie wieder zurück zu ihrer alten Stärke. Hauptsächlich, ja, wegen diesen Helden. Zweite Stärke ist halt so eine Sache, aber sie gewinnen hier das zweite Game gegen 4SC. Das dritte Game folgt sofort. Bis gleich.